Was mit Moral zu tun? Also immer in dem Kontext gesehen ist Ethik zum Beispiel die Moral, die Wertvorstellung eines Menschen. Naja, so grundlegende moralische Ansprüche an den Menschen. Also auch so, was kann einem vorgeschrieben werden? Ist ein großes Thema. Das ist eine überprüfbare Handlungsmaxime oder eine Grundregel, nach der man sich verhalten kann und die auch dann von anderen wiederum überprüfbar wird. Also in der Ärztekammer gibt es zum Beispiel den Schwur des Hippokrates, das ist ein ethischer Eid. Den gibt es für Sozialarbeiter so nicht in der Form oder noch nicht. Eine gewisse Harmonie zwischen Menschendenken, wie sie miteinander umgehen und was sie für Werte in ihrem Leben sehen bzw. für die Gemeinschaft sehen und wie sie das dann auch durchsetzen. Wird in der Erziehung mitgegeben, sollte, ethische Erziehung. Aber ich glaube, es kommt dann auch viel drauf an, in welchen Kreisen man sich später bewegt, was man da so für innere Beweggründe hat. Ja, ich denke, Ethik ist die Summe unserer Erfahrung, die sich halt in der Kultur wiederfindet, also in der Philosophie zum Beispiel oder in anderen kulturellen Schöpfungen der Menschen. Und ist letztendlich eine Handlungsgrundlage, also praktisch die Maxime eines jeden Handelns, die sich dann irgendwo in Verhaltensrichtlinien widerspiegelt, die eigentlich so grundlegend sind, dass es schwierig ist, sie zu hinterfragen. Ja, der Sektor soziale Arbeit bzw. überhaupt Dienstleistungen mit Menschen ist eigentlich ein zukunftsträchtiger und gleichzeitig aber einer, der irgendwie von Lohndumping und von schlechten Arbeitsbedingungen geprägt ist. Und ich glaube, das wird früher oder später einfach aufgrund der vielen Leute, die in dem Bereich arbeiten, eine andere Einstellung dazu geben und irgendwie sicherlich auch einen veränderten Umgang und vielleicht dann auch eine Verbesserung der Arbeitssituation. Ja, haben die es schwieriger, haben die es leichter? Sollten. Ja, es ist wirklich eine schwierige Frage. Menschen, die im sozialen Bereich haben da halt einfach nochmal eine ganz andere Motivation. Ja. Ethik ist das Grundlegendste, was es gibt. Das ist so grundlegend, dass man darüber eigentlich gar nicht mehr spricht.